Okay, jährlicher Gewinn, Verlust von 3,38 Millionen abgeschlossen. Im Vergleich dazu in der letzten Saison 9,49 erwirtschafteten Gewinn. Ja, sind wir ein bisschen im Negativen. Und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, wir hatten ja das Problem. Wir hatten es nach der ersten Saison, als wir diese Auflagen nicht erfüllt haben. Oder nach der zweiten, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nach der zweiten war es, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, nach der ersten, glaube ich. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall jetzt dann noch nach der letzten Saison hatten wir auch das Problem, dass wir jetzt in dieser Saison eben nur so viel ausgeben dürfen, was wir auch durch Verkäufe einnehmen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es liegt daran. Ich habe es ja schon mal breit erklärt, was ich denke, woran es liegt. Wir haben die Budgets eingehalten, wir waren überall positiv, sogar bei einigen noch viel weiter drüber. Also nicht irgendwie, dass es knapp war um ein paar Zehntausende, sondern da war es schon echt 300, 400, 500.000, wo wir drüber waren. Aber ich denke einfach, dass wirklich der Investor da so ein bisschen mit reinschlägt. Dass das so ein bisschen das Problem ist. Und was das Ziel für die Zukunft ist, wir probieren einfach, dass wir das Bargeld immer hochhalten. Ist mir egal. Dann müssen wir eben, dann haben wir eben bei den Budgets überall 1 Million plus. Aber wir müssen gucken, dass das Bargeld hoch bleibt. Sonst haben wir wieder so ein Problem mit dieser Saison. Wobei wir zum Glück wiederum das Glück haben, toller Satz, dass die Mannschaft eben schon so gut steht, ne? Dass die so gut eingespielt ist, dass wir uns gar nicht großartig verstärken müssen. Und so wie wir uns verstärkt haben, ist ja auch richtig krass, also schon im Vorfeld. In der letzten Saison, was wir da ablösefrei wieder gekriegt haben, absoluter Wahnsinn. Deswegen bin ich da schon recht zuversichtlich und zufrieden. Hab noch den ein oder anderen, den wir uns angucken können, aber großartig was verändern in der Mannschaft möchte ich da nicht. So, für das Erreichen der nächsten Pokalrunde erhalten sie eine Prämie von 100.000 Euro. Fernsehgelder und Sponsorenzahlungen. Da spielen wir gegen... Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Wir haben es ja noch ausgelost, ne? Freundschaftsspiel. Das steht hier gar nicht mit dabei. Wartet mal, wir haben es doch ausgelost. Das war doch im letzten Part, glaube ich, ne? Da müssen wir auch nochmal gucken, ob die Reserve, ob da alles stimmt, so wie ich es will. Ja, ausgelost ist es. Hier, gegen Aalen. Ah, das sind dann die hier. Stimmt, gegen Aalen war es. Stimmt. Ja, das sollten wir packen, auf jeden Fall. Okay, da möchte ich dann nochmal gucken, ob die Reserve wirklich in der dritten Liga geblieben ist, denn da hatten wir ja auch schon mal das Problem, dass das nicht so richtig gepasst hat. Hoffen wir es mal. So, ja, hätte ich eins weiter geklickt, wäre es gekommen, gegen Aalen, sehr schön. Zimmermann auf Transferliste gesetzt, 23, eine 66, Zimmermann auch ein guter, ne? Der war nach Fürth ausgeliehen, jetzt in echt, glaube ich. Oh, der kommt aus Karlsruhe, das habe ich nicht gewusst. Okay. Steven Rivic auf Transferliste gesetzt von Cottbus, interessiert uns nicht, 29,60. Brandy mit einer 65 bei 30 Jahren interessiert uns auch nicht. Investor 3,58 Millionen zum Saisonstart, sehr schön. Natale Gatto auf Transferliste gesetzt von Erfurt. Den haben wir noch beobachtet, glaube ich, ne? Den haben wir, glaube ich, boah, 4 von 10 Führungsqualität mit 20, krass. Zum Vergleich, ne? Šefčík und Schwenke waren es mit 3 und die waren schon beide 21. Krass, Italiener. Ja, wäre eher einer für die zweite eher noch. Also zumindest für das Jahr oder zumindest direkt weiterverleihen, ne? Kann ich eigentlich, jetzt passt mal auf, wenn ich so einen Spieler, so einer, der echt nicht viel... Spielertausch? Ne. Einer, der echt nicht viel kostet? Nee. Kann ich auch nicht wegen den Transferauflagen. Okay, Serge Gnabry, kenne ich noch von früher. Toller Tipp, Typ, meint Nico Boden, als er von der Verpflichtung hört. Schnell werden die Spieler wieder Freunde. Also, herzlich willkommen, Serge Gnabry, ab sofort bei uns unter Vertrag. Rücknummer 47, das ändern wir mal ganz schnell. Gnabry bekommt die... Das wollten wir eh alles noch ändern. Komm, wir geben ihm einfach mal schnell die... 27 sieht doch nett aus. So. 27 und er wird auf der Website vorgestellt, ganz klar. Dazu haben wir auch die Kohle nicht. Hab ich jetzt? Ja, doch, passt. Khedira steht bei ihrem Verein ab heute ablösefrei zur Verfügung. Sein Vertrag ist bis zum 30.06.17 gültig. Sind Sie mit der Rücknummer 10 einverstanden? Das ändern wir mal ganz schnell, denn er wird nicht so eine große Rolle spielen in der ersten Mannschaft. Boah, Leute, verzeiht mal, ich muss mal ganz schnell husten. So, hab mich mal extra gleich ein bisschen vom Mikro weggedreht. Und die Nase läuft auch schon wieder. Ey, krass. Okay, aber wir machen weiter. Wir halten durch. So, Khedira natürlich auch auf der Website. Rani Khedira natürlich. Ganz klar. Mölders ist über die Neuverpflichtung verärgert von Durm. Es ist von Anfang an klar, dass unter diesen Voraussetzungen die beiden nicht gut miteinander auskommen werden. Ey, Leute. Sag mal, sind wir hier im Kindergarten oder was? Ganz ehrlich, ein Mölders ist 30 Jahre, hat eine 68. Wieso hat der Angst vor so einem Jungen? Wieso? Vertragt euch wieder. Nein, er muss den ersten Schritt machen. Er wird aber nicht den ersten Schritt machen, weil ihn werde ich erstmal begrüßen.
Glückwunsch zum Jubiläumsspiel, gleich mal hier am Anfang. Erzählt von in einem kurzen Gespräch, dass er von seinen Kollegen wunderbar aufgenommen wurde. Auch sein neues privates Umfeld gefällt ihm richtig gut. Gewinnt 5 Moralpunkte, sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken. Gnabry habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht begrüßt. Und Khedira auch nicht, ne? Gnabry. Machen wir jetzt mal schnell alle hier. Zack. Alles wunderbar, alles Paletti. Den kriegen wir noch gleich. Gotha, da sage ich auch noch gleich was dazu, der gute Mann. Der Branimir. So. Durm haben wir gemacht, ne? Khedira. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ich glaube, das reicht eh noch nicht. Wobei, wir haben 9, ne? Wir haben 9. Da haben wir's. Da haben wir's. Da haben wir's. Khedira, Gnabry, Egger haben wir eigentlich noch nicht. Oder wir können jetzt nicht mehr. Wir können nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch gar keinen Neuzugang mehr, oder? Zumindest, was wer hier mit dabei ist. Zweite Mannschaft? Vielleicht? Nö. Da kann ich... Upsala. Da kann ich mit keinem mehr quatschen, ne? Nee, okay, dann haben wir schon zu viel gequatscht. Wie ich im Let's Play ebenso, ne? So, ihr Spieler Corey Günther freut sich über die Verpflichtung von Erik Durm. Ja, beide von Dortmund 2 kennen sich natürlich ganz klar. Steht jetzt unter Vertrag die 38. Die ändern wir mal. Der kriegt die 11 nicht. Würde zwar passen für seine Position, aber dafür ist er noch ein bisschen zu schwach. Kriegt die 17. So. Auf der Website natürlich, ganz klar. So, Gotha. Und das ist ja eine Geschichte für sich. Wir starten die 4. Saison des Fußballmanager 13 Let's Plays mit Aachen. Holen uns Gotha. Und wie geht der junge Mann denn bitte in der Bundesliga ab am 33. Spieltag? Der Wahnsinn, oder? Ich glaube, 3 Buden hat er gemacht. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich das selber Spiel hatte. Und nicht so viel mitbekommen habe. Die halbe Sportschau verpasst habe und so weiter. Aber der geht doch mal richtig ab, oder? Er hat doch 3 Dinger gemacht. Er wurde auf jeden Fall überall gelobt, was ich so mitbekommen habe. Deswegen freue ich mich auf ihn. Hat auch eine 67, wenn wir da mal uns angucken, ne? Schaut mal rein. Karriere. Wo wir ihn, ich sag mal... Hallo? Doch, hier. Verpflichten wollten, hat er eine 65 gehabt. Oder wo wir die Verpflichtung... Ja... eingegangen sind, die Verpflichtung bekannt gegeben haben. So rum. Hat eine 65 gehabt, jetzt eine 67. Das ist so Wahnsinn. Und da kommt sogar auf eine 69. Allerdings schon 22. Also ein bisschen älter, ne? Ist jetzt nicht schlecht, aber ein bisschen älter ist er dann schon. 31, die kriegt er mal auf der Website. So. Meier ist, wenn man mit mir nicht zufrieden ist, kann man das mir auch sagen. Meier, über die Verpflichtung von Junes, hat sich vorgenommen, den neuen Spieler wegzubeißen und ihn gar nicht erst im Training ankommen zu lassen. Guckt euch das an. 21 Jahre, eine 69, 19 Jahre eine 69. Die werden echt kämpfen. Da ist es auch fast klar, dass es so einen Konkurrenzkampf gibt. Wobei die beiden kumpeltechnisch doch auch irgendwie zusammenpassen könnten, ne? Naja. So, Junes bekommt die... Jetzt habe ich... Was habe ich ihm jetzt gegeben? Ich glaube die 15. Na, egal, kriegt er mal. Spielervorstellung auf der Website. Egger hat genug von... Was... Vor über 2 Jahren hatten sie Martin Egger versprochen, dass die Zukunft ihm gehören würde. Davon ist bis heute nicht zu sehen. Er ist sehr enttäuscht und er verliert viel Vertrauen in sie. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich davon ausgehe, dass Egger auch bei Erfurt dann spielt, dann hätte er vielleicht schon was reißen können, aber hat er eben nicht, ne? Das ist das Problem, das hat er eben nicht. Aber wir werden ihn sicherlich mal in die zweite Mannschaft stecken und da vielleicht auch ein bisschen spielen lassen. Dann müssen wir mal schauen, wen haben wir denn da? Flecken? Weiß nicht. Hat sicherlich gute Partien gebracht, aber ob er nochmal so den Schritt gehen kann, um für die Erste interessant zu werden, da ist er mit den 20 doch ein bisschen, aber er ist auch ein paar Schritte weiter hinten, ne? Ist die Frage. Eigentlich müsste man fast Gebhardt loswerden. Tut mir leid für Gebhardt, aber da ist ein Egger dann um einiges besser. Gebhardt, wie viel verdient er denn? Aber nur 15.000 halt, ne? Gut, Egger wird auch nicht übelst viel verdienen, aber zumindest ein bisschen mehr. Ja, 80.000. Ah, das können wir noch eingehen lassen. Riskieren, um ihn irgendwann vielleicht mal in die Erste holen zu können. Mal gucken. Okay, Transfermarkt ist geöffnet, das wissen wir. Saisonziel, Mission Aufstieg, sage ich nur. Ne, ganz klar. Haben wir es angesprochen. Wollt ihr, will ich, ganz klar. Das muss das Ziel sein. Wir werden auch gleich nochmal ein bisschen die Stärke angucken der diversen Zweitligisten. Und da sieht man auch, dass wir ganz oben mit dabei spielen. Ganz großes Kino, was auch hoffentlich die Saison wird. Ich hoffe es einfach. Wir geben unser Bestes. Also hier, vom Präsidenten Relegation. Wenn es geht, natürlich gleich direkt drauf, dann haben wir diese stressige Situation nicht. So, da machen wir das. Familie, wir machen mal hier ein bisschen was. Da haben wir schon gekauft, ne? 91.000 haben wir momentan auf dem Konto, das ist doch in Ordnung. Das ist doch ganz in Ordnung. Beraterfragen, 20.000. Reichster Mann in Deutschland sind wir nicht unter den Top 200. Schade, schade, schade. Okay.
So, was, wo fangen wir an, was machen wir? Ich würde sagen, wir planen erstmal ein bisschen. Ne, wir trinken erstmal einen Schluck und ich muss, glaube ich, nochmal husten. Tut mir leid, Jungs, aber es geht nicht ohne. Husten und trinken im Let's Play hintereinander, ganz, ganz toll. So, aber ihr habt ja gewollt, dass ich neue FM-Parts aufnehme. Dann müsst ihr jetzt auch damit klarkommen. Das ist nicht hier wie bei Gronkh und Co. abläuft, so richtig professionell. Okay, also wir gucken mal rein. Wir sind am Mittwoch, dem 1. immer noch. Haben gegen Osnabrück ein Freundschaftsspiel, wo ich mich gerade frage, warum. Aber ich glaube, weil wir irgendjemanden nach Osnabrück verkauft haben. Kann das sein? Kann das sein? Und das haben wir ja wohl noch nicht geplant, gehe ich mal schwer von aus. Transfermarkt. Transferhistorie. Kaufen. Gatto. Nee, Verhandlungsstatus? Nee, dann war es unter Verträge. Auch nicht. Das muss eigentlich unter Transferhistorie irgendwo sein, ne? Wartet mal, wir machen es mal schnell anders. Weil das interessiert mich jetzt schon. Es kann übrigens sein, dass ich nicht so richtig schreiben kann. Das ist ja auch so eine Anekdote für sich. Ich habe mir mal beim Aufnehmen, komm, zack, auf die Aufnahme gestartet. Dabei oder beziehungsweise noch was getrunken, wollte dann die Aufnahme starten und beim Mikro richten schütte ich mein Glas über die Kacktastatur. So, und seitdem klebt die so. Ich habe auch noch eine andere. Allerdings muss ich sagen, ich habe beim Fußballmanager 13 die ganzen Sounddateien, kann ich über meine Tastatur steuern. Ich habe da oben so eine Play- und Pause-Taste und da klicke ich immer drauf, ne, dass ich, wenn das Spiel auch ist, Pause drücken kann, weil mir das im Spiel so ein bisschen zu komisch zum Regeln ist. Das ist dann immer zu laut oder zu leise, je nachdem. Und dann habe ich das so gedeichselt, dass ich das so hinkriege. So, und jetzt ist die Tastatur so klebrig, dass ich jedes Mal, wenn ich Fußball Manager 13 aufnehme, die klebrige Tastatur hinstellen muss, weil die andere nicht so einen Button hat, wo ich auf Start und Stopp drücken kann. Auch immer eine Geschichte für sich. Aber da muss ich mal gucken, dass ich mir da eine neue hole. Aber das nur so am Rande. Deswegen kann es sein, dass ich zum Beispiel das A, wenn ich das A drücke, dann muss ich das so fest reindrücken, weil das so klebrig ist und so langsam auch wieder rauskommt. Hat jetzt mit Fußball Manager an sich nichts zu tun, aber egal. So, Osnabrück haben wir gesagt. Wir gucken rein. Wen haben wir verkauft? Muss ja irgendeiner sein, glaube ich mal. Wahrscheinlich jetzt irgendein Bekannter auch noch. Brauer. Okay, Brauer war's. Und dann haben wir das mit in den Vertrag reingehauen. Ja gut, das ist gar nicht so schlecht. Spielen wir hoffentlich aber nicht daheim. Doch. Wahrscheinlich auch noch im Stadion. Grandios. Haben wir schon wieder die ersten Ausgaben. Naja. Okay, wann geht's richtig los? Hier am 9. Dann können wir hier am Montag nochmal für 2 Wöchchen ins Trainingslager fahren. Aber, warte, was haben wir denn für Sonstiges? 900, noch was 1000. Ich möchte gar nicht so weit weg. Aber es sollte sich schon rentieren, sagen wir mal so. Europa auf jeden Fall. Teamwork. Wo waren wir denn jetzt? Hier, Dubrovnik hört sich doch gut an. Ist Taktik aber so niedrig. Wobei Taktik sind wir, glaube ich, recht hoch, ne? Ja, schaut euch das an. Überall 5 von 5. Aber da muss man echt sagen, da haben wir was Großes geschaffen. In der Taktik, das haben wir richtig stark gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Die können wir eigentlich auch mal wieder hier anmachen hier. Würde mal ein bisschen mehr bringen wieder. Naja. Werden wir vielleicht auch mal deichseln. Genauso Hintergrund. Ich bin ja einer, der da gerne mal was verändert. Das haben wir ja. Zieh den Beinen die Lederhosen aus. Ne? Letztes Jahr. Heute vor einem Jahr war es ziemlich genau. Als wir die geschlagen haben. Nee, aber dann brauchen wir eigentlich keinen drin oder nicht irgendeinen Ort, wo wir großartig auf Taktik, auf die Taktik setzen müssen. Ganz klar. Dann gehen wir da mal rein. Trainingslager. So, und machen da wirklich Teamwork. Dann gehen wir einfach nach Dubrovnik, ne? Das ist auch von den individuellen und Feldspielerfähigkeiten ganz gut, glaube ich. 14 Tage, ja. Jupp. So, was ich auch noch sagen wollte, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte, was ich jetzt irgendwie voll verpeilt habe. Ich guck mal ganz schnell auf den Zettel. Ich habe mir nämlich ein bisschen was notiert. So, zum einen die Spielerbilder, da muss ich noch ein Video machen. Vielleicht ist es auch bis jetzt schon draußen. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt alles deichsel. Das werde ich ja irgendwann mal separat machen. Spielerbilder habe ich mich schon bedankt beim André. Ne? Das haben wir schon abgehandelt. Dann steht da noch was mit T beginnt. Das machen wir gleich. Und noch ein paar Infos. Ich habe unten in der Videobeschreibung ein bisschen was verlinkt, was ich... ich habe nämlich den FM13 ein bisschen aufgefrischt. Mir ein paar Patches runtergeladen. Ich muss gleich mal dazu sagen, den Soundfile, diese Sounddateien habe ich mir nicht runtergeladen, weil es ein bisschen zu riskant ist. Wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal ein Partnerangebot kriege, beziehungsweise ich habe schon ein paar bekommen, aber wenn ich wirklich mal zu einem Partner, YouTube-Partner werde, zu irgendeinem Netzwerk gehe oder meine Videos monetarisiere und so weiter... möchte ich da nicht, dass da irgendwelche Lieder drin sind, wo ich keine Lizenzen mehr habe. Das habe ich am Anfang so gemacht, weil ich mir da ehrlich gesagt gar nicht viel bei gedacht habe. Ganz klar.
Und das möchte ich nicht eingehen. Ich habe diese You'll Never Walk Alone, diese Fanhymne da am Anfang laufen. Das reicht hoffentlich. Ich könnte natürlich irgendeine Musik, die man monetarisieren darf, für die man keine Lizenzen braucht, in Anführungszeichen, irgendwie so eine GEMA-freie runterladen als Tormusik. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das will keiner hören. Also wenn ihr da was Geiles kennt, dann könnt ihr mir es mal ruhig schicken. Aber ich glaube, das ist alles so Gedüdel. Das ist nichts, wo richtig Action drin ist, wo du dich richtig drauf freust. Da brauchst du echt ein Lied, was bekannt ist als Tormusik. Und das geht dann leider nicht. Aber halb so wild, dafür haben wir ein paar andere Sachen mit reingehauen. Ich habe neue Bilder reingefügt. Zum Beispiel hier, seht ihr das, nächster Spielort hier, der Tivoli, ist ein bisschen anders. Wenn ich auch in den Kalender, wenn ich hier reingehe, Osnabrück. Jetzt kann ich es natürlich, und ich habe es wieder gelöscht. Nee, machen wir zum Beispiel Lautern. Da sind wir zwar nie, aber nur, damit ihr mal Bescheid wisst. Hier, Betzenberg zum Beispiel, ne, so die Richtung. Oder was weiß ich, Nürnberg, Fürth. Oh, da ist noch nicht angebaut worden, glaube ich. Das ist noch ein altes. 1860, Berlin, Augsburg, Lautern. Da waren wir gerade. Bremen, nochmal Bayern. Oh, das sieht nett aus. Dortmund. Ja, sieht auch nett aus. Hamburg. Ja, und so weiter, ne? Das zum einen. Dann auch, wenn ich vorm Spieltag bin, kommt ein neues Bild. Also allgemein neue Bilder. Ich weiß nicht, ob es im Hintergrund gibt es da eigentlich auch was Neues. Nee. Da brauchen wir erst ein bisschen mehr Vermögen und so weiter. Und dann zum anderen noch, Stadionbilder haben wir abgesprochen, genau, Gameplay-Patch, Ronaldo irgendwas, müsst ihr mal gucken in der Videobeschreibung von FM Corner, habe ich hier noch geholt, den habe ich mir eigentlich schon mal geholt, aber der hat anscheinend damals nicht oder wurde nicht richtig installiert, ich guck mal, ich hoffe jetzt funktioniert es, vielleicht ist es ein, mal gucken, ob wir sehen, dass es anders ist, weiß ich nicht, und dann war noch irgendwas, oh Gott, irgendwas war noch, Stadionbilder, zack, ich weiß es gerade gar nicht. Guck mal, auf dem Zettel habe ich es mir auch nirgends aufgeschrieben, oder? Nee, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Irgendwas habe ich mir noch runtergeladen. Wahrscheinlich irgendwas Offensichtliches. Ihr seht es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt haben wir da genug drüber gequatscht. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Freundschaftsspiele. Oh ja, da haben wir endlich mal was. Das ist schön. Split? Nee, wir fangen mal leicht an mit El Zagreb. Einfach mal den schlechtesten hier. Oh, das war der zweitschlechteste nur. Egal. Den mal ranhauen. Samstag machen wir in Zagreb. Und dann machen wir hier nochmal eins am Samstag. Gegen Dynamo Zagreb. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu stark. Wartet mal, dann machen wir mal am Freitag. Ja, die will ich. So, Trainingsgelände. Okay. Wollen wir da schon eins machen? Ich glaube nicht. Da lassen wir erstmal ein bisschen trainieren. Dann haben wir Osnabrück. Dann haben wir drei Länderspieltests. Genau. Ne, drei Tests während der Sommerpause, während der Sommervorbereitung. Aber das ist fast zu knapp, oder? Hier noch eins. Und dann müssen wir eigentlich schon. Dann ist es schon vorbei, ne? Darmstadt, Köln, Derby, Rostock. Komm, wir spielen in Darmstadt. So. Ja, in Darmstadt. Dann Ingolstadt, Bielefeld geht's los. Aalen, ich muss nochmal kurz husten. Für alle Neuen, die gerade zuschalten und mich noch nicht kennen, das ist nicht immer so. Ich bin nur völlig krank und völlig verschnupft, aber will trotzdem aufnehmen, weil es ihr auch wollt. So, also Darmstadt nochmal Freundschaft. Jetzt ist die Frage, machen wir da noch eins? Brauchen wir eigentlich fast schon eins, ne, um noch so ein bisschen testen zu können? Denn die Mannschaft an sich steht, aber die Formation eben noch nicht so richtig. Wir machen hier mal gleich am Samstag eins gegen irgendeinen Schlechten. Boah, da haben wir aber richtige... Da könnten wir so richtig viele einladen. Habe ich das jetzt eigentlich auswärts, genau, auswärts geplant? Das ist wichtig, dass wir da nichts ausgeben. Bremen, Schalke und Co. und was weiß ich und nochmal was, ey, krass. Richtig, richtig krass, was da alles geht. Nee, komm, wir machen Freundschaftsspiel gegen einen schlechten Trier. In Trier. Ich habe es überlegt, Heidenheim, mal gucken. Die steigen ja vielleicht auf, das wäre so nice, wenn die aufsteigen in die zweite Liga. Also jetzt in echt. Weiß nicht, wie sie da im Spiel sind. So, okay, also Trier, Osnabrück, Darmstadt, jetzt nicht vielleicht die unbedingt attraktivsten Gegner, aber gut, das kriegen wir hin. Und dann noch Zagreb und Minkowski. Weiß nicht, wie stark die sind, das müssen wir alles gucken, das sehen wir dann schon. Okay, Ergebnisse, das brauchen wir erstmal nicht. Transferfenster wird geöffnet, Premium-Sponsor kann noch verpflichtet werden, Nebensponsor, da müssen wir alles auch noch gucken, ganz klar, dass wir das hinkriegen. Wir brauchen dann natürlich noch eine Saisoneröffnung, die machen wir am Samstag. Wo haben wir die? Die haben wir. Hier. Saisoneröffnung kostet auch nochmal 14.000, Alter. Und hier in der Woche zuvor hauen wir auch nochmal alles raus. Tag der Jugend. Ja. Das macht man immer am Schluss, ne? Genau. Autogrammstunde machen wir noch schnell. Sollten wir nur nicht zu oft machen, müssen wir dran denken.
Und wir gehen, essen gehen wir auch nochmal, das machen wir aber dann später. Was haben wir dann noch? Laktattest. Und, wobei Laktattest, wartet mal, Termin absagen. Wir machen mal hier erstmal Probetraining-Tag. Ich muss gerade ein bisschen über mein Mikro drüber gucken, aber nur ein bisschen. Achso, nee, ich meine, das ist schon die letzte. Nee, ich meine, hier haben wir noch, eine Woche. Da machen wir mal noch den Laktattest. 11.000 für so ein Späßchen, was man eigentlich nicht braucht, ne? So, und am Donnerstag gehen wir nochmal gemütlich essen mit der Mannschaft. Und dann schauen wir mal rein, was die Saison mit sich bringt. Man muss wirklich sagen, den ersten Top-Gegner haben wir hier mit Frankfurt. Auli. Aue, auch nicht zu unterschätzen. Rostock-Cottbus. Kommen die ganzen knüppelharten Mannschaften. Ich will auch dieses Jahr im DFB-Pokal einfach mal ein bisschen weiterkommen, ne? Das wäre nice. Da sind wir gegen Dortmund so knapp ausgeschieden. Das macht aber auch ein bisschen Mut, dass wir da echt mehr packen. Schauen wir mal.